bedanke mich total und recht herzlich für die gesamten Aufträge, die seit 1979 in Produktion schon gelaufen sind. Ihr seht, Cobra 11 gibt es leider auch nicht mehr. Die schöne Serie ab 1989 gibt es auch nicht mehr. Schade. Unser Beruf wird immer kleiner. Und das, was wir so produzieren, helfen, wird auch immer kleiner. Mein letzter Auftrag könnt ihr ja sehen unter Dr. Dead, Mut zur Lücke. Meine neuen Aufträge könnt ihr dann später mal bei gewissen Rechtsanwälten sehen. So, warum mache ich so ein Video? Ich mache so ein Video, damit jeder weiß, wenn er schon jemanden angreift, der seit über 50 Jahren in dem Beruf ist, dann sollte er schwer darüber nachdenken, wen er da angreift. So, in der heutigen Zeit können wir Dispute per Video ausdrücken. Ich spreche jetzt etwas undeutlich für die Zuschauer, aber etwas sehr deutlich für gewisse Hamburger, die Immobilien betreiben. So, es gibt Häuser, die sind gebaut worden 1958, betriebsbereit ab dem Jahre 1959. Tja, wenn ein Vater so etwas generiert, wenn so ein Vater sich in so ein Haus verliebt, wird er natürlich Mieter. Und wenn ein Vater zum Mieter wird und seine ganze Familie mitnimmt, kann es schon mal sein, dass so eine Vermietung aus dem Jahre 1959 im Jahre des Herrn 2021 auch noch besteht. Stopp! Richtig. Vater lebt nicht mehr. Mutter lebt nicht mehr. Der sogenannte Vermieter, also der Freund des Vaters, lebt nicht mehr. So, der Sohn hat das Haus sozusagen geerbt und hat mich dann eingesetzt, als Person auf dieses Haus aufzupassen. Dann kam natürlich der neue Vermieter. Der fand das toll und hat mich dann sozusagen für sich eingebunden. Fand er super. Lange Rede, kurzer Sinn. An alle, denen das auch passiert. Ihr lebt in einer Wohnung und erlebt wow. Was meine ich jetzt mit wow? Wir schreiben das Jahr 2021, wo im März 2020 die Pandemie ausgebrochen ist. Wisst ihr noch? Corona. Seitdem wir Corona haben und in der Zeit, wo Corona ist, wenn da Käufe und Verkäufe getätigt werden, kann es zu Irritationen kommen. So, ihr wisst alle, wer ich bin und ich habe jeden Tag damit zu tun. An alle meine Kunden, an alle meine Gäste und alle Unbekannten. An alle Unbekannten möchte ich doch etwas sagen. Da ich jeden Tag damit zu tun habe, ich habe gestern noch für eine Immobiliengesellschaft reichlich viel Werbung gemacht hier in Essen. Immobiliengesellschaft. Ich habe mit Immobiliengesellschaften zu tun. Ich habe mit der Staatsanwaltschaft, ich habe mit der Polizei, Bundespolizei, ergo mit allen. Könnt ihr euch das vorstellen? Alle können bei mir Kunde werden. Alle. Der Planet ist groß. Ich bin jetzt sehr vorsichtig mit dem, was ich sage. So, Dienstleistung in der Welt der Medien. Meine Kollegen kommen gerade. Ja, lasse ich auch eben vorfahren da. Wie gesagt, ich habe Klärungsbedarf. Ich habe Klärungsbedarf, weil nicht jeder... Ich habe Klärungsbedarf, weil nicht jeder damit umgehen kann. Jeder von euch kann angegriffen werden durch Immobilienvertreter, die Häuser kaufen und dann euch das Leben schwer machen. Aus welchem Grund auch immer. Dann gibt es natürlich Sachen, wo auch verschiedene Mieter mit verschiedenen Sprachen euch das Leben schwer machen können. Ich habe jetzt so einen Fall. Da wurde einem die Telefondose zerstört. Dann wurde ihm sein Geschäft demoliert.
seinen Briefkasten demoliert, sein Namensschild demoliert und jetzt kommt sein Auto. Also, die Person, ich musste das fertig machen und so, deswegen sage ich es euch. Diese Person bekommt auf Heiligabend von der Polizei einen Anruf, komm mal vorbei. So, er schaut sich das an, ist sein Auto total schaden. In seinem Auto ist ein Autoanhänger, aber das Auto, was diesen Autoanhänger gezogen hat, ist nicht in der Lage, dieses zu ziehen. 8 Zeugen sagen aber, dass das Fahrzeug der Täter war. Da war ein Auto ohne Autohänger, aber mit Autohänger und dieser Autohänger war bei mir im Auto. Natürlich ist das Auto total schaden. Ich gucke ihn an, wow. Und wie geht's weiter? Jo, sagt er, das geht noch viel fröhlicher weiter. Also die Polizei hat ermittelt und hat ihm dann alles gezeigt. Gut, noch einmal, ich bin ja dafür zuständig, deswegen nenne ich keinen Namen. Gut, ich sehe ja jeden Tag die Fälle. Ich bearbeite die Fälle und so weiter. Ich möchte hiermit die absolute Vertraulichkeit in diesem Video einfach mal sagen. So, ich habe ja jeden Tag mit diesem Klientel zu tun und wie gesagt, ich muss das bearbeiten. So, ich habe soeben für die Staatsanwaltschaft einige Sachen gemacht und ich habe soeben für gewisse Anwälte Sachen gemacht und ich habe natürlich für die Ärzteschaft gewisse Sachen gemacht. Ihr kennt auch die Produktion aus der Uniklinik der Stadt Essen wegen Corona. Nun, diese Produktion musste ich ja ein bisschen drosseln, weil auch meine Freunde sozusagen die Politik, ihr wisst ja, der Oberbürgermeister Herr Kufen und wie die alle so heißen. So, jeder von euch kann nun mal Kunde werden und diesmal nehme ich dieses Video, um gewissen Leuten zu sagen, wenn sie schon jemanden angreifen, sollten sie sich den sie da angreifen, irgendwie mal näher anschauen. So, es tut mir natürlich leid, dass ich jetzt gewisse Schriftsätze machen muss für die Staatsanwaltschaft. Ich muss vieles machen. Das ist mein Beruf. Ich muss es halt, ich muss gar nichts. So, ich muss gar nichts, aber es ist halt mein Beruf. Und ich lasse meine Kunden nicht stehen. Also meine Kunden brauchen jetzt die Staatsanwaltschaft, da muss ich denen erstmal erklären, was dann so auf sie zukommt. Jedenfalls die Staatsanwaltschaft wird involviert. So, dann werden die ganzen Anwälte involviert, somit muss ich halt die Beweislast den Anwälten zugänglich. So, dann mache ich den Anwälten die Beweislast zugänglich, Fotos ohne Ende. So, und in Eigenschaft von, ja, ist halt so, wenn man, aus Sicherheitsgründen sage ich es jetzt nicht, aber wenn man dem Staat angehört, der Staat recherchiert und der Staat schaut sich an. So, und wenn der Staat sich das anschaut, kann es schon mal sein, dass Festnahmen durchgeführt werden oder Regressansprüche gestellt werden. So, das ist ein Berufszweig, der ist halt so. UltraD WebTV mag vielleicht witzig rüberkommen, mag sein, weil im Regelfall ich hier nicht sitze. Und meine Produktion, die ich fahre, im Auftrag derer, die produziert werden wollen. Anwälte möchten jetzt in Produktion, das geht im September weiter. Dann Dr. Det, Mut zur Lücke, ist im Moment abgeschlossen. So, RTL, habe ich schon mal gesagt, Cobra 11, dieser super Auftrag ist erloschen. Könnt ihr euch bei TV Now anschauen. So, als Gesellschaft, als öffentliche Person kann ich das nachvollziehen. Wenn jemand seine Schaufensterscheiben besprüht bekommt, wenn seine Telefonanlage auseinandergenommen wird. Wir haben leider ist das so, in der heutigen Zeit nicht mehr den Nachbarn, den ihr glaubt zu haben. Es gibt Nachbarn, die sind verschachtelt, könnten mehrsprachig sein. Bei den Deutschen bin ich mir nicht so sicher. Wenn ihr jetzt ganz viele Mehrsprachige habt und dann plötzlich sieht, dass da, dort, hier, also wenn so ein kleiner Mantel entsteht, kann schon mal passieren. Ich habe, wie gesagt, jeden Tag damit zu tun. Dies ist ein Video für die Immobiliengesellschaft, dies ist ein Video
für alle, die daran beteiligt sind. Und wie gesagt, dieses ist auch ein Video, weil ich gerade bei der Staatsanwaltschaft war. Ich war bei der Staatsanwaltschaft und habe gegen unbekannt, mittlerweile bekannt, Strafanzeige erhoben. Heute Morgen um 8 Uhr war die Telekom da, dann haben wir dort recherchiert, dass da jemand, wie gesagt, an der Telefondose mal so einen Rupper gemacht hat. Er hat also die Leitung rausgehoben. Wir haben uns angeguckt, wie geht das denn? Ja, sag ich, das geht wohl so, indem man das irgendwie tattrefflich selber... Ja, da hast du wohl recht. Gut. Haben wir repariert, ist alles wieder in Ordnung. Wir recherchieren jetzt noch, wer da diesen Pamphlet, wer also dafür Verantwortung trägt, Demolage zu machen. Also es wird demoliert. In der heutigen Zeit weiß ich nicht. Ich mach dieses Video jetzt, um gewisse zu beruhigen, dass ich mich darum kümmere. Ja, das mache ich öffentlich, ihr wisst das ja. Ist ja nicht der erste Film, seit 1966/75 ist man on air. Tatort statt Essen, RTL wohlgemerkt und so weiter. So, jetzt wo wir Pandemie haben, jetzt wo wir Corona haben, jetzt wo ich doch sehr, sehr viele Kunden habe im Bereich Video, muss ich euch beruhigen, es ist halt so. Wir haben natürlich jeder Mundschutz getragen, ist klar. Der Telefoner, ich habe Mundschutz getragen und haben die Störung beseitigt. Okay. Dass, wie gesagt, die Staatsanwaltschaft in Betracht gezogen wird, dass Anwälte, also in meinem Bereich ist das immer sehr interessant. Ich arbeite für die Staatsanwaltschaft, ich arbeite für die Polizei, ich arbeite für jeden. Und irgendwann gehe ich dann dahin und sage, könnt ihr mal für mich arbeiten? Das ist halt so. Nur, wenn wir jetzt aus so einer Dienstleistung eine Gegendienstleistung machen und wir alles Freunde werden, Anwälte, Ärzte, ist in Ordnung, ist okay, wir sind alle befreundet, ist okay, ist in Ordnung, auch alle Schauspieler, wir sind Freunde, aber wir müssen eine Distanz wahren. Auftraggeber, Auftragannehmer und so weiter und so fort. Wenn sich das alles vermischt, warum mache ich dieses Video? Ich mache dieses Video als Ansage, dass ich jetzt einiges unternehmen werde zum Wohle gewisser Personen. Es kann nicht sein, dass ein Angriff gestartet wird, Telefonanlage rausgerissen, Fensterscheiben bemalt und Pamphlete auf den Weg gebracht werden und Forderungen, die so nicht stimmen. Darum mache ich das Video. Okay? Also wie gesagt, hatte ich an sich Lust, wieder lustige Videos zu machen. Ich meine, ich mache lustige Videos, aber nicht ich. Ich bin ja nur der, der das produziert, im Auftrage von euch. Ja, ihr wollt lustige Videos, also bekomme ich die Produktionsaufsage und ich mache diese Produktionsaufsage. Okay? Aber jetzt muss ich leider mal die Wahrheit aufzeichnen und im Notfall muss ich die Wahrheit verbreiten. Es kann nicht sein, dass Fensterscheiben bemalt werden, es kann nicht sein, dass Telefonanlagen kaputt gemacht werden, es kann nicht sein, dass man heimlich mit vielen Tricks anderen sein Auto zerstört, ja, oder andere Schandtaten auf den Weg bringen. Ich meine, wir haben ein neues Klientel, die Obrigkeit ist nicht so in der Lage zu wissen, was ist überhaupt digital. Und sogar die Staatsanwaltschaft merkt, und deswegen wird ja jetzt auch die sogenannte Cyberkriminalität etwas anders gesehen und die Cyberkriminalität wird auch anders erfasst. So, als Kriminalist kann ich nun mal nichts für, wenn man meint, da sitzt ein Spinner. Nun, wer der Meinung ist, dass vor einer Kamera ein Spinner sitzt, nun, dann sollte er ihn mal analog kennenlernen. Und wenn er diesen vermeintlichen Spinner analog kennengelernt hat, kann es sein, dass er eine riesen Überraschung erleben wird.
Also, in dem Sinne, ihr wisst schon, was ich meine.